Herr Hunko, Sie waren vor 2 Wochen in der Ukraine. Anders als viele Parlamentskollegen, als viele politische Kommentatoren, als viele Journalisten. Wie ist die Situation vor Ort? Mit welchen Akteuren haben Sie geredet? Wie haben Sie die Lage vor Ort wahrgenommen? Also ich war in der Reise des Europaausschusses hier mit, vom Bundestag in Kiew und Donetsk. Vor allen Dingen natürlich die Situation in der Ostukraine, in Donetsk, war für mich auch sehr interessant. Und ich habe dort auch als einziger der deutschen Delegation, bin ich zu den Besetzern hin, zu den besetzten Gebäuden, habe mit den Unterstützern dort gesprochen. Das waren überwiegend Bergarbeiter aus der Region. Ja, die Situation ist sehr angespannt natürlich und vor allen Dingen, was wenig bekannt ist hier in Deutschland, dass die soziale Lage katastrophal ist. Viele in öffentlichen Diensten haben seit 3-4 Monaten keinen Lohn mehr gekriegt. Das Gehalt der Lehrer wurde von 2000 auf 1200 Hryvnia, also etwa auf 80 Euro, gesenkt, jetzt von der neuen de facto Regierung. Und das ist natürlich so ein sozialer Hintergrund, hinter dem die Konflikte um Russland, um Föderalisierung, Zentralregierung in Kiew stattfinden. Darüber wird aber im medialen, im politischen Diskurs nicht gesprochen. Wenn Sie sagen, Sie sind nach Donetsk gefahren, Sie haben mit den Separatisten dort geredet, mit denjenigen, die sich von der Zentralmacht auf die eine oder andere Weise lossagen wollen. Sind Sie ein Putin-Versteher? Na, das ist ein neuer Kampfbegriff in den deutschen Medien. Jeder, der jetzt nicht den aggressiven Eskalationskurs unterstützt seitens der de facto Regierung in Kiew und seitens Teile des Westens, wird dann ja hier als Putin-Versteher gebasht. Ich halte das für wenig zielführend in der gegenwärtigen Situation. Inwieweit wirkt sich das dann auf die Situation der Linkspartei aus, die als einzige der im Bundestag vertretenen Parteien gerade ja auch in der Opposition eine andere Rolle, eine alternative Rolle einnimmt, eine Rolle, die auf Deeskalation setzt? Ja, es gibt manchmal in der Linken ein bisschen Angst, sozusagen medial irgendwie als pro-russisch gebasht werden zu können. Das hat dann manchmal schon etwas bizarre Auswirkungen. Zum Beispiel finde ich es absolut wichtig, in der gegenwärtigen Situation erstens die Bundesregierung zu drängen, dass sie auf ein Ende dieses Militäreinsatzes der ukrainischen Regierung sich dafür ausspricht. Das ist auch manchmal gar nicht so leicht durchzusetzen. Ganz einfache, klare Forderungen, die jetzt auch zum Beispiel schon von einzelnen Sozialdemokraten aufgestellt wurde. Zweites Beispiel, das Massaker von Odessa, jetzt vom 2. Mai, ist eine Sache, wo ich denke, da muss man viel, viel offensiver mit der Forderung kommen nach einer internationalen Untersuchung. Wir reden ja hier von mehreren Dutzend Toten, weit über 40 Toten im Gewerkschaftshaus. Am 2. Mai, am Tag, als die Nazis 1933 die Gewerkschaften hier in Deutschland zerschlagen haben. Und da gibt es keinen Aufschrei und da müssten wir auch als Linke sehr viel deutlicher das einfordern. Und da ist manchmal so die Angst, naja, ist man dann nicht vielleicht schon pro-russisch und so weiter. Das geht dann ein bisschen bis in die Partei hinein, aber insgesamt hat sich die Partei doch sehr kritisch aufgestellt. Sie sagen, Sie müssten gegenüber der Bundesregierung bestimmte Forderungen aufstellen. Welche Rolle spielt denn die Bundesregierung Ihrer Meinung nach? Es hat ja zuletzt diese ominöse OSZE-Mission gegeben. Die OSZE selber sagt, die Leute waren gar nicht von uns. 3 deutsche Soldaten waren dabei, ein 4. Übersetzer. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, es gab Kontakte zum Bundesnachrichtendienst. Welche Rolle spielt also die Bundesregierung? Ist sie Beobachter? Ist sie Akteur? Ist sie Vermittler? Was ist sie? Also es ist widersprüchlich. Diese sogenannte OSZE-Mission war keine OSZE-Mission. Es waren Militärbeobachter auf bilateraler Grundlage zwischen der Ukraine und Deutschland. Rechtsgrundlage dieser bilateralen Mission ist ein OSZE-Dokument aus den 90er Jahren, das Wiener Dokument. Aber das heißt ja nicht, dass das eine OSZE-Mission, also mit dem Mandat der OSZE ausgestattet waren. Und das Befremdliche bei dieser Militärbeobachtermission ist, dass sie in einen aktiven Bürgerkrieg involviert waren, also im Osten der Ukraine, wo ein sogenannter Antiterroreinsatz der ukrainischen Armee gegen Teile des eigenen Landes stattfindet.
Und das widerspricht nach meinem Verständnis dem Geist auch dieses Wiener Dokumentes. Da geht es eigentlich darum, dass Staaten sich gegenseitig Militärbeobachter austauschen, wenn sie Angst voreinander haben, was da so militärisch geplant ist, und dann soll man dann beobachten. Und das ist eine ganz andere Idee dahinter als das, was da stattgefunden hat. Also das war mit Sicherheit kein deeskalierender Beitrag der Bundesregierung. Ich muss aber auf der anderen Seite sagen, es gibt durchaus auch Vorschläge von Steinmeier, die ich schon als deeskalierend bewerte, wie zum Beispiel, dass diese runden Tische wieder eingerichtet werden mit den Genfer Parteien unter Führung der OSZE. Nach meiner Ansicht nach muss man auch die Besetzer da mit einbeziehen. Also es ist widersprüchlich, das Verhalten der Bundesregierung. Insgesamt ist sie sicherlich im westlichen Lager nicht die zentrale treibende Kraft. Aber es gibt solche Aktionen wie diese Militärbeobachter, die natürlich kontraproduktiv sind.